Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Layers of Fear mit einem Rollstuhl, der uns verfolgt hat. Du folgst mir jetzt nicht. Die Tür ist zu, gut. Auch zu. Dann geht ja nur noch die Tür in der Mitte. Ich dachte gerade, der verhöhnt mich. Also lacht mich aus. Na super. Ah, super. Sehr Miniatur. Die Tür ist zu. Ein ganzes Bündel von Ratten. Jetzt kann mit der Rollstuhl nichts mehr. Ist da fest. So aus wie das Zimmer. Okay, ich muss ein Zimmer nehmen. Wie es scheint. Da nehme ich das, wo die Karten herkamen. Der Ventilator ist runtergefahren. Mach doch wieder das Licht an. Immer noch so dunkel. September. Sie hat es schon wieder getan. Vorhin habe ich noch ein paar ihrer Kritiken entdeckt. Kleine Zettel an einer meiner jüngsten Arbeiten geklebt. Die beleidigendste, hasserfüllteste Kacke, die ich jemals über meine Arbeit gelesen habe. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Schließlich kennt sie mich gut genug, um genau zu wissen, was mich wirklich trifft. Ich kann nur nicht glauben, dass sie das wirklich gegen mich verwendet. Am schlimmsten ist, dass sie, als ich sie damit konfrontiert habe, abgestritten hat, irgendwelche Zettel geschrieben zu haben. Als ob ich ihre Handschrift nicht erkennen würde. Du meine Güte, hasst sie mich wirklich so sehr oder fängt sie an, ihren Verstand zu verlieren? Ich weiß einfach nicht, was ich noch machen soll. Was geht in dieser Ehe nur ab? Das sehe ich als Attentat. Ein Glöckchen. Ist zu. Dann die andere Tür, die aufgegangen ist. Ja. Einmal wird's dunkel. April. Heute Morgen habe ich diese kleine Kollektion leerer Flaschen gefunden. Ich habe heftig darauf reagiert. Ich weiß, dass es für ihn ebenso schwierig ist, aber er sollte es verdammt noch einmal besser wissen, mit einem kleinen Kind im Haus. Das ist einfach unverantwortlich.
Da stand verantwortungslos, aber egal. Ey! Nicht das Licht ausmachen! Was ist mit dem Zettel? Ein Hochzeitsfoto, wie hübsch, aber die Gesichter sind verunstaltet. Ja. Nicht gegen die Tür klopfen. Ein Schlüssel. Verschwinde! Ist wirklich gegangen. Und hat eine Spur von Farbe hinterlassen. Entziehen, komm! This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Das wird dir nur im Traum einfallen. Das ist ein Stock, um kleine nervige Kinder damit zu schlagen? So. Zu. Da können wir den Schlüssel anscheinend nicht verwenden. Jetzt sind wir wieder hier. Entfessle ihre innere Schönheit mit einem neuen Glamour-Fusion Max. Sagen Sie Lebewohl zur Akne-Narben, vergrößerte Poren und anderen unangenehmen Hautproblemen. Der neue Glamour-Fusion Max Concealer wird Ihre Haut eine gesündere ein gesünderes Aussehen sowie ein sanfteres Gefühl geben. Beachten Sie es nicht als einen Abdecken oder Unzugänglichkeiten, sondern als das Entfesseln Ihrer inneren Schönheit. Man sollte richtig lesen. Können wir zurück? Nein. Aber wofür brauchte sie das? Sie war doch eine hübsche Frau, oder war sie es nicht? Ich gehe jetzt davon aus, dass sie eine hübsche Frau war. Ja, der Plattenspieler. Wieder die paar Männerhemden. Oh, diesmal ist der Schrank nicht voller Flaschen, sondern wirklich voller Hemden und so weiter. Der Plattenspieler hat keine Platte. Die liegt hier. Na komm. Was? Alles wird älter. Hör auf. Ein Fläschchen. Was, wenn ich darauf drücke? Das ist ja normal.
wird alles wieder normal. Ja, die Tür wird wieder normal. Was ist das? I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Hat der Blut von jemandem gezapft? Aber wieso? In den Schrank kann ich nicht. Boah, ist das widerlich. An den Schrank kann ich auch nicht. Prothesendiebe. Immer nimmersatte Bastarde. Kann mir keine neue kaufen. Warum das beschissene Bein? Was ist mit dem Bein gewesen? Der Spiegel ist immer noch blind. Was ist jetzt? Wieder normal. Ja, okay, wir gehen wieder. Das war ich. Und wir sind wieder hier. Ich ertrage es nicht, dich so zu sehen. Es kann sein, dass wir das schon vergessen haben, das weiß ich aber gerade nicht. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und du zitterst die ganze Nacht und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Dieser ganze leidende Künstlerumfug hat jetzt aufzuhören. Schleif mal deinen Mann ins Bett, genau. Auch er muss schlafen. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Ein Flachmann. Er war doch Trinker. Immer noch zu. Ein Fleischberg. Und die zweite ist offen. Form tritt heraus. Sieht aus wie ein Fleischberg, um ehrlich zu sein. Kommen wir nicht lang arbeiten. Aber ein Zettel. Nagersamen. Ich sehe die Erde nicht sich bewegen. Verfaulter Boden. Nichts anderes wächst. Das ist widerlich. So halb Ratte, halb... wirklich Samen. Wer hat die Vase zerstört? Die war doch schön. Ein Klavier. Können wir gleich wieder spielen? Na du? Ich will doch nur spielen. Warum?
Über einen Jungen, der in einer Hölle aufwacht. Es findet eine mysteriöse Nacht und, er findet eine mysteriöse Nachricht und eine Pistole. Man sollte richtig lesen. Dann reist er durch verschiedene Umgebungen, Wald, Felder, Fluss. Schließlich gelangt er zu einer kleinen Hütte im Wald, wo sich herausstellt, dass dies alles nur eine Produktion seines Unterbewusstseins gewesen ist, hervorgerufen von einer traumatischen Kindheitserinnerung. Er tötete den Mann, der seinen Vater ermordet hat. In der Realität sabbert er in einem Irrenhaus vor sich hin, wo er die ganze Zeit gewesen ist. Verstehst du? Der Angelpunkt in einer Spielerei, aber ich glaube, es funktioniert nicht. Könntest du ein Storyboard für mich machen, wenn du interessiert bist? Werde ich dir die Details sofort rüberschicken. Ganz ehrlich gesagt, ich denke, dass du diesen Job annehmen solltest. Es wird gut bezahlt und es würde deine Gedanken ablenken von, nun, du weißt schon, von allem anderen. Bitte gib mir so schnell wie möglich Bescheid. Thomas Caldwell. Danke für diesen Tipp, Thomas. Wir behalten es im Hinterkopf. Toll, es wird immer dunkler wieder. Bücher. Hemden. Geschirr. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Kreative Blockade. Na toll. Großartig. Da geht's weiter. Oh, die Frau ist hübsch. Hallo. Kannst du mir hier mal... Oh. Dann damit werden wir eben einmal die Folge beenden und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.